Ups. Das war vermutlich der Dampfgarer. Da geht noch. Weiß ich auch nicht. Daneben. Du entkommst mir nicht! Jetzt. Verschwendung. Verschwendet, unfassbar. Gut. Nein. Ja. Besser. Wo ist das gerade eben? Ist jetzt weiß ich das wohl. Essen ist hier. Nicht? Okay. Ja. Gut gepumpt, Löwe. Ja. 86, wollte ich gerade sagen. 80er. Aha.
Da? Da nicht, dann da. Achtung, Spartaner! Die Kommandozentrale gehört uns! Falls der Funk ausfällt, versammelt ihr euch hier, Idiot! Sieh dir die Steuerung für Türen und Aufzüge an! Mach alle Dinge dicht, die wir nicht brauchen! Lass diese Freaks im Kreis rennen, jawohl! Das ist doch eine Kalaschnikow. Oder ein Kalasch. Hier bleiben und warten. Ich muss hier bleiben und warten, während die das Fleisch essen. Tierische Züge angenommen. Wo ist seine Waffe gerade geblieben da? Baby. Oh, Pumpen. Arsch mit Kugeln sind alle. Bin ich denn da? Moment.
Was, schauen wir gleich. Vermute mal, das war etwas früher, schätze ich, oder? Meinst du hier die... diesen Bereich? Das wäre 1. Anderes sehe ich nicht. Außerdem hier. Ich gehe mal davon aus. Hätte Munition gespart. Das hätte richtig schön Munition gespart. Hatte sie nicht gelootet. Und da ist auch eine Menge Loot noch drin. Oh oh, da ist noch mehr Fässer. Also die schlaue Variante ist immer erst looten und dann durchgedreht die Gegner. Aber ja, Fässer sind dann doch in dem Fall für mich von Vorteil. Geht nicht. Ich war am Ziel vorbeigeschossen, hm? Immer wichtig, irgendwelche Hebel ziehen. Zu Hause. Essen! Unser Essen! Lange wirst du dich nicht vor mir verstecken. Ich hab grad keine Ahnung, wie ich Granaten werfe. Das ist mein Problem.
So. Könnte Munition eigentlich sparen. Mein altes Problem. Waffeninventar Tab vielleicht. Ey, da war doch was mit C, fällt mir gerade wieder ein. Kein Dingens. Kein Dingens. Komm, bau mal hier. Und rein damit. Yep, so war es geplant. Bevor ich mich selber sprenge. Der Sniper-Mensch. Dismantling Extreme. So. Netter Loot. Arg wie gutlich. Da jemand. Oh ja. Wir wollten doch da mal noch. Ja, die andere Waffe ist bestimmt. Einer geht noch. Und noch einer. Sehr gut. Mutig als Bauoption. Zumindest an der Werkbank. Ne. Nein. Was war das denn? Kann die Wahlen schenken. Also Left 4 Dead, nicht Left 4 Dead, mein Gott. Walking Dead gesehen? Gibt's auch eine Staffel, die sich so ein bisschen um die Thematik handelt. Dreht. Upp. Klopf, klopf.
Artyom! Ich wusste es! Hinter dir! Es geht immer an dich, an Helden. Du wirst niemanden retten. Genau wie die anderen. Also... Keine Bewegung! Ja, nur bleib lass ich nicht gehen! Weißt sofort. Du noch, was ich gesagt habe? Es gibt ein experimentelles Medik... Genug gelabert! Jetzt. Wollte gerade sagen. Alles klar bei dir, Artyom? Oh, Gott sei Dank. Das ist meine Ehefrau, hm? Melden wir uns beim Oberst. Mal looten. Aber der Boden wird rot. Ich bin's. Anna, geht's dir gut? Wo bist du? Im Krankenlager. Artyom hat mich gefunden. Gott sei Dank. Gut gemacht, Artyom. Wo gehen Sie jetzt hin? Am Ende des Gangs ist ein Aufzug. Er führt direkt in die Kommandozentrale. Auf geht's. Aber nicht so schnell. Ich muss etwas verschnaufen. Aber hier wird's auch nicht romantisch, wenn ich die Lichter ausmache. Oh. Ein bisschen trainieren. Aber diese ganze Situation. Ich hätte nicht gedacht, dass wir etwas Schlimmeres als den Kult an der Wolga zu sehen bekommen. Als diesen Silantius mit seinen verdammten Fanatikern. Ja. Aber nein, wie es scheint, gibt es noch Luft nach oben. Wir hätten hier sterben können, wären fast gefressen worden. Dieser Schweinehund. Ah. Unglaublich, dass der einmal Arzt gewesen sein soll. Egal. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Immerhin haben wir sie überlebt. Gott sei Dank, Anna. Ich hätte es mir nie vergeben. Es geht mir Wer gut. Hätte das ahnen können? Wer hätte gedacht, dass diese Kreaturen hier seit 20 Jahren Menschen fressen? Ist das zu glauben? Es tut mir leid. Ich habe mich wie ein Grünschnabel verhalten. Ich sollte den Minister treffen. Die Täuschung hat mich selbstgefällig werden lassen. Ich habe vor diesen Ghulen sogar salutiert. Eine verschissene Arche. Diese Monster waren hergekommen wie die Beobachter in Moskau. Die halten die Leute dort mit ihrer Täuschung im Untergrund. Aber hier? Also gut, und was machen wir ich jetzt? Ich weiß es einfach nicht, Anna. Hast du etwas gefunden, Idiot? Luftabwehr, Hauptquartiere, alle Informationen sind überholt. Alle Verbindungen lange erloschen. Immerhin haben einige noch mehrere Jahre nach dem Krieg funktioniert. Was ist das da unten? Es ist eine Caspian 1, eine Funkzentrale. So eine steht auch in Novosibirsk. Willst du uns jetzt in den nächsten Bunker zerren? Ich weiß es nicht, Anna. Wir müssen die Entscheidung gemeinsam treffen. Hast du alles geholt, was du konntest, Idiot? Wir brechen auf! Einen Moment, ich mache eben noch den Rest kaputt. Komm schon, komm schon! Okay, alles erledigt. Was ist, wenn es nächstes Mal nicht klappt? Da hast du natürlich recht. Ewig natürlich nicht. Ein Grund mehr zu kämpfen und mehr von der Zeit, die mir noch bleibt, diesen Typen dann zu verbringen. Oh. Da ging es tief runter, oder? Dem Schrei nach zu urteilen.
Holla. Alles einsteigen. Aber cool inszeniert. Alter Schwede. So, mal kurz den Kannibalenbunker hier befriedet. Kaum zu glauben, dass ich den Arschlöchern von der Hanse geglaubt habe, dass Moskau vom Hauptquartier kontrolliert wird, dass wir uns noch im Krieg befinden, dass es hier Generäle gibt, die die Befehle geben. Was war ich für ein Idiot? Ich wiederhole meine Frage. Was machen wir jetzt? Können wir zurückgehen nach Moskau, ihnen die Wahrheit über den Krieg und die Regierung erzählen? Die würden uns bei unserer Ankunft erschießen. Und selbst wenn wir durchkämen, was könnten wir gegen die Hanse unternehmen? Wer würde uns glauben? Wir haben keine Beweise. Wie wäre es, zurück zur Wolga zu gehen? Dort könnten wir leben. Und was machen wir mit den Einheimischen dort? Die waren nicht wirklich glücklich, uns dort zu sehen. Sollen wir sie alle umlegen? Möchte das hier irgendjemand? Damals in Moskau hat Artyom davon geträumt, einen bewohnbaren Ort zu finden und eine Kolonie zu errichten. Sollten wir nicht damit beginnen? Die Idee ist gut. Aber wie sollen wir einen passenden Ort finden? Einfach weiterreisen? Die Aurora muss gewartet werden. Was sollen wir machen, falls sie ausfällt? Satelliten! Welche Satelliten? Willst du den verdammten Planeten verlassen? Es gibt eine Kommunikationszentrale für Satelliten am Kaspischen Meer. Sie hat den Krieg überdauert. Oh, und wenn wir uns Zugriff auf die Satellitendaten verschaffen... Dann müssen wir nicht wahllos umherfahren. Karten mit Strahlungswerten und auch normale Satellitenaufnahmen könnten uns sehr helfen. Kein schlechter Gedanke. Was, wenn es dort Schlimmeres als Kannibalen gibt? Könnte natürlich sein, aber erstens Was dann wohl mit der Lunge, mal vorsichtig sein. Und zweitens, hat jemand einen besseren Vorschlag? Ich nicht. Ich schätze, dann haben wir wohl einen Plan. Artyom, sollen wir nach deinem Wunschort suchen? Dann lass das Signalhorn hören. Halt. Drei Monate unterwegs, drei Monate ständiger Prüfungen. Aber nach Yamantau sind wir für alles gewappnet, was das Schicksal uns entgegenwerfen kann. Nur wenige Kilometer trennen uns von der Kommunikationszentrale Caspian 1. Wird es auf den Karten auch nur einen Fleck Erde geben, der frei von Strahlung ist und an dem wir